Ah, hallo. Hallo bei Wuselgusel. Bei uns geht's heute um das Thema Sehen. Ach so, und Wusel meinte irgendwie, ich soll hier warten und werde dann aufgerufen oder so? Frau Meinert, bitte in den Behandlungsraum. Okay. Hier vielleicht? Wusel, was soll das denn? Und ist das hier der Behandlungsraum? Guten Tag. Ich bin Dr. Dr. Holzauge. Was bringt Sie zu mir? Ja, eine neue Folge Wuselgusel. Ach komm schon, Maria, spiel doch mit. Ich bin der Augenarzt, du bist die Patientin und die Zuschauer lernen was. Okay. Ne? Also, welche Beschwerden haben Sie? Ach, Herr Doktor, ich habe irgendwie so ein Problem mit meinen Augen. Ich sehe ständig sowas Blaues, Hundeartiges, Nerviges. Und wie oft haben Sie diese blaue Erscheinung? Und junge Frau, ich dulde keine Albernheiten in meiner Praxis. Seien Sie froh, dass Sie so kurzfristig einen Termin bekommen haben. Bitte nehmen Sie Platz. Okay. Also. So, wie viele Wusels sehen Sie auf diesem Bild? Ah, okay, das sind 1, 2, 3. Danke. Wusel, so schnell kann doch keiner... Ruhe! So, jetzt blinzeln Sie mal bitte ganz schnell. Okay. Aber Wusel, das ist ein Stethoskop. Damit hört man Patienten ab. Den Herzschlag oder sowas. Frau Meinert, wer von uns beiden hat denn hier Medizin studiert, hä? Keiner? Also ich habe wenigstens mal so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Aber da hast du wieder Dynamit-Experimente durchgeführt, Wusel. Das war medizinisches Dynamit. Und für Sie immer noch Dr. Dr. Holzauge. Meine Diagnose steht, Sie leiden an Morbus Schlappauge. Ja, aber ich habe doch gar nicht. Spontanheilung dank Beratung. Macht dann 150 Euro. Zahlen Sie in bar oder in Dynamit? Neben Hören, Riechen, Schmecken und Tasten ist es einer unserer 5 Sinne. Das Sehen. Aber wie funktioniert das? Das Auge ist die Kamera des Körpers. Es nimmt ein Bild auf, das unser Gehirn erkennen kann und das in unfassbarer Geschwindigkeit. Zum Beispiel das Bild eines Hundes. Auf den Hund fällt Licht. Wenn wir den Hund ansehen, gelangt dieses Licht in unser Auge. Die Linse stellt das Bild scharf. Hinten im Auge befindet sich die Netzhaut. Auf ihr wird das Bild vom Hund nun abgebildet, verkehrt herum. Von der Netzhaut leitet der Sehnerv das Bild zum Gehirn. Das dreht es richtig rum und gibt uns die Information, ein Hund. Das alles geht schneller als einmal blinzeln. Mitten im Auge sitzt die schwarze Pupille. Wenn darauf helles Licht fällt, zieht sie sich zusammen. Sehr schnell, damit wir nicht geblendet werden. Wird es wieder dunkler, wird auch die Pupille wieder größer und lässt mehr Licht herein. Das dauert aber viel länger. So ist dafür gesorgt, dass wir bei Sonnenschein oder in einem halbdunklen Keller immer etwas sehen. Hinter der Pupille sitzt die Linse. Ihr wisst schon, die stellt das Bild scharf. Wenn das nicht richtig funktioniert, dann braucht man Ersatzlinsen. Eine Brille. Hallo, normalerweise geht es ja hier immer sehr viel um mich. Heute geht es mal um euch. Hm? Du da zum Beispiel, du hast ein echt cooles T-Shirt an. Das gefällt mir. Oh, und du da, du hast ein echt schönes Kinderzimmer. Alles so schön durcheinander. Daumen hoch von mir. Hm? Überhaupt seht ihr alle richtig sympathisch aus. Das gefällt mir. Daumen hoch. Oh, jetzt haben wir ganz schön viel über euch geredet. Jetzt könnt ihr ja auch wieder über mich reden. Wenn ihr mein Fell mögt oder mein Studio euch gefällt, dann könnt ihr mir natürlich auch einen Daumen hoch schicken. Das geht da unten. Aber nur, wenn ihr wollt. Und weil ihr mir so sympathisch seid. Also ehrlich gesagt, ich würde ja euch abonnieren. Ihr könnt ja mich abonnieren.